Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Warte, also, nee, das ist doch Satisfactory, aber ja, nee. Naja, so. Satisfactory ist Factorio in 3D. Ja. Was wollte ich sagen, um nicht lügen? Genau. Wir haben das Spiel ein bisschen laufen lassen, damit Sachen gemacht werden, aber nicht zu lange, weil ja, unsere Gegner werden stärker. Also jetzt nicht viel stärker durch die Zeit, aber etwas. Also durch die Zeit, die wir gewartet haben, nicht, aber normalerweise würden die stärker werden. Jupp. Und wenn wir dann wie bei Satisfactory Stunden laufen lassen, weil die letzten Aufgaben Unmengen an Ressourcen brauchen, sind. Ja, können wir das hier nicht machen, denn sonst werden wir überrannt. So ungefähr. Gut. Außerdem produzieren wir nebenbei noch Umweltverschmutzung, weil die ganzen Fabriken ja laufen. Und das ist eigentlich das, was die Evolution ankickt. Ja. Genau aus dem Grund. Ja. Okay. Aber sonst läuft's bei dir. Oh ja. Ich habe jetzt meine Rüstung endlich mal komplett voll. Bin in den Sachen, die ich haben will. Okay. Ich habe auch tatsächlich noch ein paar. Ja, noch ein paar Blueprints gemacht für Züge, die effizienter sind als der Scheiß, okay, den ich zuvor hatte. Die auch tatsächlich schon wie weit sind denn die unten überhaupt ein Research Table? Da sind sie, die Hochbahnen verwendet. Die können wir erst researchen, wenn wir das Wissenschaftspaket für Produktion haben. Also erst ein bisschen später. Aber okay. Die sind okay. Auf jeden Fall sehr nice, sage ich jetzt mal so. Schön. Ich werde dann auch gleich mal so ein Blueprint davon hinsetzen, aber aufbauen kann ich es noch nicht. Weil es sollte auch ohne die Hochbahnen funktionieren. Okay. Das ist schön in der Geschichte. Problem ist, ich brauche noch mehr Signale, die ich hinsetzen kann. Oh. Und natürlich viel mehr Eisenplatten dafür. Okay. Na gut, da würde ich schon mal anfangen mit dem Zugnetz. Okay. Ich mache hier ein bisschen weiter. Das machst du. In die Hand nimmt dann. Ich hatte hier nur gerade ein Ding. Alles gut. Schau dir dieses Ding an. Ich nur auf die Karte schauen und kannst ran zu. Schau auf die Karte und zoom ran. Okay, Karte. Ups. So. Okay. Okay.
Du hast schon Drohnen? Ein Doppeldecker-Kreisverkehr. Und er funktioniert echt gut. Okay, und du hast Drohnen? Ja, ich habe die mittlerweile gemacht. Okay. Ich sag mal so, dieser Doppeldecker-Kreisverkehr lohnt sich eigentlich nur für... wie sage ich's? Wenn wirklich viel Traffic durch das Ding durchgeht. Weil das halt ja fast maximal nicht blockiert. Fast maximal nicht blockiert? Ja, weil das ist so die deutsche Sprache. Wenn ein Zug durchfährt, dann tut er sozusagen die Strecke, wo er drauf fährt, blockieren. Okay. Und bei dem Kreisverkehr ist es eben so, dass es doppelte Wege gibt, um irgendwo hinzubekommen, und deswegen tut er eben nicht so oft blockieren. Okay. Gut zu wissen. Aber keine Sorge, ich habe noch eine kleine Version davon. In dem Sinne ist es die untere Version ohne die Hochschienen. Okay. Die ist auch effizient genug für unsere Sachen, die wir benötigen. Gut zu wissen. Auch für spätere Use Cases. Gerade gefragt, was dieser Alarm unten zu bedeuten hat. Ach so, naja, weil ich die Materialien nicht im Inventar habe, um das Zeug zu bauen. Ja. Ich dachte, oh Scheiße, werden wir angegriffen? Die Dinger. Welche Dinger? Also unsere Gegner. Die Beißer? Ja, die Beißer. Werden sie von Strom angelockt? Auch wenn es saubere Solar? Okay. Also, ich habe es tatsächlich auf einem anderen Server so, also ist da oben, dass ich mitten bei den Gegnern drin eine kleine Solarform habe mit einem Radar. Und dieses Ding ist direkt neben den Beißerbasen, wurde aber bis jetzt noch nicht angegriffen. Okay. Und warum machst du sowas? Zu sehen, was sie da so treiben. Okay. Hier mache ich dann einen normalen Kreisverkehr. Ja, gut, ich finde es zwar ein bisschen schade, dass ich Bäume fällen muss. Für Solar? Ja. Weil ja, die helfen ja. Pollution erzeugen. Ja. Ich finde es trotzdem schade, weil. Weil wir ja eigentlich wichtig sind. Und ich finde es immer noch seltsam, dass man keine Bäume bauen kann. Also anbauen kann. Ja, ist halt so. Okay. Ja. Ich muss mal genau planen, wie ich das machen will mit dem Zugnetz. Okay.
Wo haben wir? Perfekt. Also momentan ist halt so, dass das Zugnetz direkt durch unser Base durchgehen würde, aber das ist noch unser Starter-Base, die wir dann später einfach abbauen können. Also irgendwann hoffentlich. Wir bauen unser Zeugs niemals ab. Na, dann kann ich das Zugnetz gleich wieder abbauen. Oder anders bauen. Ja, obwohl das eh was, ne? Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen, lass mir was genau machen. Ja. Theoretisch können wir nämlich auch einfach da links anfangen, wo gleich das Eisenerz ist. Okay. Mal schauen. So. So. Theoretisch. Und das muss ich mir gleich ansehen. Sollten wir keine Blackouts mehr haben? Okay. Also wir sollten genug Dinge haben. Batterien. Glaube ich. Boah, da braucht man doch viele. Und den habe ich auch keine mehr. Na schön. Bisschen Stahl abholen, dass ich noch weitere von den Dingern craften kann nebenbei. Ja. Aber ich glaube, bis jetzt hat reicht, wenn ich nur den normalen Ding machen kann, die normalen Kreisverkehre. Ja. Okay. Hier rüber. So. Da. Gut, kann ich jetzt, genau. So. Könnten tatsächlich das so machen. Mhm. Dann brauchen wir dafür noch das da, dann machen wir das da.
Und dann könnten wir tatsächlich schon die erste Raumstation bauen danach. Also wenn wir natürlich die Ressourcen dafür haben. Meinst du, wir machen es am Anfang erstmal so, dass wir mit einem Zug unsere Starterbase noch weiter mit Ressourcen versorgen? Okay. Das war eine Frage. Das war eine Frage? Ja. Ich würde sagen, ja. Okay. Du bist hier der Meister. Schlimm. Nein, schlimm ist es nicht. Kann es aber werden. Also am blödsten das Ganze so. Was fehlt uns? Ah, Stahl, okay. So, aber dann können wir nämlich hier die ganzen zu Eisendingern machen. Stehe ich immer schnell den Radar hin.
später irgendwann mal verbunden sein. Sind wir ja auch mal ein bisschen besser, was abgeht. Wenn was abgeht. Ja. Gut, gut. So, und wo werden? Ah, hier. Ah. Zu den Batterien. Batterien da. So, Batterien nehmen. So, das sollte reichen. Dann, wo haben wir Platten, Eisenplatten? In keiner Kiste, die musst du dir vom Band klauen. Okay. Upsala. Gut sein. Okay. Sehr schön. Und jetzt gehe ich doch mal zurück und platziere ich hier. Nee. Lass mich raten, da ist jetzt zu wenig Platz dafür. Oh ja. Dann mache ich es halt eben so. Das war jetzt auch wurscht. Okay. So, es scheint, als würde es laufen. Habe ich Umspann? Ja, Umspannwerke habe ich genug. So. Ist das... Hä? Wir haben keinen Strom mehr? Scheint so, ja. Hast du ein Stromkabel gekappt? Ja, dein... das Netzwerk hier, wo du gerade bist, das ist nicht mehr mit dem da unten verbunden. Du musst das hier irgendwie verbinden. Ah. Ja. Wenn du auf die Karte schaust, siehst du so schneller. Ich sehe. Nee, warte, das wäre doch hier. Ah. Rechnet so. Jetzt, oder? Jetzt ist es wieder zu laufen. Gut. Ja, ist verbunden. Ja, ich habe das untere. Ja, das untere ein bisschen. Umgestaltet. Mhm. Man hat es vielleicht gemerkt. Aber nur vielleicht. Nur vielleicht ein bisschen. Aber nur ein bisschen.
Ja, Inventar ist voll. Muss ich so machen. Okay. Schon wieder keine? Ah. Okay. Und dann darf ich mir wieder Schienchen holen. Und eigentlich brauche ich noch Stahl und ganz viel Eisen. So, recht weit. So. Na, ich war doch unten beim Stahl, so gehe ich wieder hoch. Bei den Schienen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich auch nicht. So. Unsere Farm ist eigentlich recht groß. Also Solarfarm. Ja, du baust ja einfach immer weiter. Du hörst ja auch gar nicht auf. Ja, das weil ich für... Noch immer größer. Ja, ich will für die Zukunft planen. Mhm. Naja, dann. Mach doch einfach weiter. Mach ich hier. So. Und durch noch die zwei Strommasten setzen und dann müsste das Radar angeschlossen sein. Oder? Achso, ja. Nee, das ist ja noch gar nicht mit den anderen verbunden. Ups. Ups, I did it again. So ungefähr. Ups, I did it again. So. Ja. Zack, zack, aber jetzt ist es verbunden. Und jetzt ist unten ein bisschen erkundet. Gut. Was ich mich gerade frage. Ah, jetzt. Ab wann kommt die Sonne? Keine Ahnung. Später irgendwann.
Also wir haben ein Drittel von unserer Batterien schon verbraucht. Und die Sonne kommt wieder. Also es scheint so, als würde... Jetzt würden wir ungefähr die Hälfte unseres Akkus aufbrauchen, bevor die Sonne wiederkommt. Das ist gut. Und jetzt lädt es wieder auf. Okay, es ist gut. Oh, wir sind schon bei 31 Minuten. Also bald 32. Also würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.